Externe Festplatte partitionieren, mehrere Partitionen anlegen, so geht's. Auf meiner externen Festplatte für das Time Machine Backup richte ich 3 Partitionen ein. Die erste mit 8 GB, die nenne ich OS Install. Die zweite mit mindestens 15 GB, die nenne ich OS Ersatz. Und die restliche wird dann die Time Machine, die nenne ich dann Time Mac. So, jetzt geht's los. Als erstes das Festplattendienstprogramm öffnen und die externe Festplatte, die formatiert werden soll, in der Seitenleiste auswählen. Den Menüpunkt Partition wählen. Jetzt das Partitionslayout festlegen. Mit Klick auf die Dreiecke die Auswahlbox öffnen, den Eintrag 3 Partitionen auswählen. Die 3 Partitionen haben zunächst die gleiche Größe. Größenbestimmung für die erste Partition. Mit Klick die erste Partition auswählen. Die Größe kann mit Verschieben der unteren Begrenzungslinie geändert werden. Die exakte Größenbestimmung kann man auch numerisch eingeben. Hier 8 GB. Name für die erste Partition festlegen. Hier OS Install. Und das Format mit Klick auf ein Dreieck die Auswahlbox öffnen und dann Mac OS Extended Journaled auswählen. Nun das Partitionsschema als bootfähiges Startvolume festlegen. Dazu Klick auf Optionen, GUID Partitionstabelle wählen und mit OK bestätigen. Größenbestimmung für die zweite Partition. Hier 15 GB. Name für die zweite Partition festlegen. Hier OS Ersatz. Format mit Klick auf ein Dreieck die Auswahlbox öffnen und Mac OS Extended Journaled auswählen. Klick auf Optionen, GUID Partitionstabelle wählen und mit OK bestätigen. Die Größe der dritten Partition ergibt sich aus dem restlich verfügbaren Platz. Name für die dritte Partition festlegen, Time Mac. Format mit Klick auf ein Dreieck die Auswahlbox öffnen und Mac OS Extended Journaled auswählen. Und die vorgegebenen Partitionen sollen nun umgesetzt werden. Dazu auf Anwenden klicken, Partition bestätigen. Daumen hoch, wenn der Tipp nützlich ist. Ich freue mich über Likes oder Teilen dieses Beitrags. Wer das Ganze nachlesen will, findet diese Infos auch auf meiner Website.